Mainz 05 gegen Werder Bremen. Heißt die vorletzte Vorrundenpartie, bevor es dann richtig zur Sache geht hier in der K.O.-Runde. Ungeschlagen noch die Mainzer. 3:1 gegen die Mühlis. 0:0 gegen Bayern 04 Leverkusen. Dann 5:2 gegen Wolfsburg. 7 Punkte also aus 3 Spielen. Die Bremer hier auch im Fanblock vertreten. Mit 3 Niederlagen. 1:3 gegen Stuttgart. 3:4 gegen Leipzig. Und ein 2:3 gegen Schalke. Also nie abgeschlagen, nie irgendwie chancenlos. Auch mit eigenen Treffern. Aber am Endeffekt mit 0 Punkten. Muss aber noch nichts heißen. Es gab schon die verrücktesten Geschichten an Turniertag 2. Wir warten das Ganze mal ab und beobachten das. Versuch. Mainzer könnten sich mit einem Erfolg auf Platz 2 schieben. Würde dann mutmaßlich gegen den Hamburger SV spielen. Versuch hier von Max Knoll. Bennett Starke im Tor. Der Bremer. Hier wieder intensive Zweikämpfe, viel Körperlichkeit. Weite Ball. Gute Gelegenheit. Max Knoll. Im Tor der Mainzer. Ne, Max Knoll jetzt am Ball. Mit der 20. Wechsel. Schussversuch abgeblockt. Beide Mannschaften ja in der Regionalliga aktiv. Mainz 05 in der Regionalliga Südwest, dort Tabellenzweiter. Der SV Werder Bremen, Tabellendritter in der Regionalliga Nord. Also zwei Spitzenteams in ihrer jeweiligen Region und dann die große Möglichkeit gerade für Ben Ekobenasega. Hier im Bild zwei gute Möglichkeiten für Werder. Derzeit Tabellenletzter
könnten sich mit dem Erfolg noch mindestens vor den Hamburger Sportverein schieben. Starkes Dribbling hier, tolle Einzelaktion, kriegt den Ball dann nicht rübergespielt. Das wäre die perfekte Vollendung einer ganz tollen Aktion gewesen. Das Versuch und der Dosenöffner ist da. Tobias Weileda. Und der nach Hallermarsch in Löbeke. Kurze Aktion mit links abgezogen ins lange Eck. Schöne Einzelaktion. Abgelaufen, Ballbesitz für Mainz, entschieden von Schiedsrichter Bastian Wittenbrink vom TuS Dieling. Gemeinsam Aufbau. Gestern ja besonders auffällig das aggressive Anlaufen. Der Mainzer immer wieder viel Druck entwickelt. So, Ballverlust jetzt und der erste Pass war nicht optimal. Vier Minuten noch auf der Uhr. Jetzt der Treffer, 2-0 für Mainz. Daniel Demafidon trifft. Nimmt das Tempo auf. Maxi Schmitz kann das nicht mehr aufnehmen. Und dann das 2-0 für Mainz 05. Die damit ganz, ganz kurz davor sind, sich Platz 2 in der Tabelle zu sichern. Bremen wäre damit auch fix letzter, 16. Damit hätten wir die Paarung Mainz gegen den HSV auch klar im Achtelfinale. Aber noch sind 3 Minuten zu gehen und noch haben wir viel zu viele verrückte Endspurts in diesem Turnier schon erlebt. Und deswegen halten wir uns mit Kopfrechnen zurück. Sollte ich eh tun bei den Qualitäten mit Zahlen, von daher... Alle Angaben sind hier wie immer ohne Gewähr. Da, Schmitz. Gut, aber aufmerksam verteidigt durch Tobias Weidela.
Da haben wir links Sedek Makiadi, Ex-Profi vom SV Werder Bremen. Für Wolfsburg, Freiburg und Werder in der Bundesliga gespielt. 225 Bundesligaspiele. Und jetzt Cheftrainer der U16. Sicherlich nicht zufrieden mit dem Auftritt hier in der Vorrunde. Vielleicht aber auch einfach der größte Bluff hier, die Bremer. Denn ab der K.O.-Runde werden die Uhren hier neu eingestellt. So, nächster Angriffsversuch der Mainzer. Arta Latifi kann den Ball nicht kontrollieren. So, Minute noch. Dann haben wir gleich noch ein letztes Vorrundenspiel und dann geht's in die K.O.-Phase. Der Schussversuch diesmal durch David Alapic. Da haben wir ihn. Also die Mainzer spielen es cool runter. Mainz 05 wird auch dieses Spiel gewinnen. Tolle Vorrunde, 7 Punkte. Mainz 05 gewinnt mit 2:0 gegen Werder Bremen. Wir sind sofort wieder da mit der letzten Vorrundenpartie.